Noch fahren hier die Traktoren. In knapp 90 Tagen messen sich auf dieser Straße aber die besten Autofahrer der Welt. Die Rallye-Weltmeisterschaft ist zum ersten Mal in der Geschichte zu Gast in Oberösterreich, im Innviertel und im Mühlviertel. Eine der Sonderprüfungen verläuft durch die Gemeinde Peilstein im Bezirk Rohrbach. Wir begleiten die Organisatoren bei ihrem Rundgang. Auf dieser Wiese entsteht eine 1,5 Kilometer lange Fanzone für knapp 15.000 Motorsportbegeisterte. Das ist ja ganz oft bei uns der Fall, dass man auf einer Fanzone zwei verschiedene Stellen anschauen kann. Das heißt, der Fan, der braucht nicht dazwischen wechseln. Er erwartet natürlich eine gute Verköstigung, er kriegt bei uns was zum Essen und zum Trinken und natürlich Rallye-Action pur. Die Rallye-Weltmeisterschaft ist nach der Formel 1 das Höchste, was der Motorsport zu bieten hat. Weltweit gibt es 14 Veranstaltungen auf 6 verschiedenen Kontinenten. Vom 26. bis 29. Oktober ist das Dreiländereck Bayern, Tschechien und Österreich dran, die sogenannte Central European Rallye. Das ist nach wie vor eine Sensation, dass das jetzt funktioniert hat, dass die Rallye-WM ins Dreiländereck kommt mit diesen drei Ländern. Wir sind in einer Liga jetzt mit Monte Carlo, mit Mexiko, mit Finnland. Ich glaube, dass da wirklich einige überrascht sein werden, wer vielleicht schon mal auf einer Drei-Städte-Rallye war, auf einer Rallye 70, kleinere Rallyes, die Autos, die WRC1-Autos. Das ist einfach die Formel 1 des Rallye-Sports. Da geht es ganz anders zur Sache. Das ist ja nicht ein kleines Rennen, sondern das ist ja wirklich was, das wird in 150 Länder übertragen. Und da ist die Freude wirklich riesig, wenn man sieht, wie hier schon das Interesse besteht, wie viele Leute das da voran zukommen und weil so viel helfen wollen. Das ist eigentlich das, was mich am meisten gefreut. Das Starterfeld ist auf 80 Teilnehmer begrenzt. Sie absolvieren insgesamt 320 Rennkilometer. Die Sonderprüfung Peilstein-Mühltal etwa ist mit 27 Kilometern die längste der gesamten Rallye. 1600 Einwohner Peilstein und das Zehnfache kommt her, wenn es möglich ist, das ist gewaltig. Natürlich kommt ein bisschen was auf uns zu, ob das mit der Flugsicherung und so weiter, diese ganzen Okays zu geben, macht aber nichts. Das machen wir gern für so einen Ort, das machen wir gern für die Region und eigentlich ist das fürs Mühlviertel und fürs Innviertel ein Wahnsinn, dass wir das da haben. Also man muss wirklich sagen, da muss ich fast Franz Beckenbauer zitieren, wir sind jetzt zu Gast bei Freunden, weil wir wissen als ADAC oder als Motorsportland Deutschland, dass es ohne Österreich und ohne Tschechien nicht gehen wird. Ich glaube, wir Deutschen können sogar von der Begeisterung der Fans noch was lernen. Ein Motorsportspektakel, das es hierzulande noch nie gegeben hat. Spielberg hat zwar die Formel 1, das Innviertel und das Mühlviertel haben jetzt aber die Rallye-Weltmeisterschaft. LT1 ist WM-Partner und berichtet Ende Oktober umfassend von der größten Motorsportveranstaltung des Jahres.